Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Eunixan und das hier ist ganz offensichtlich GTA 3. Ja, genau. Bei mir wird es ja langsam Zeit, dass ich mir mal überlege, welches Projekt ich als nächstes so starte. Und da wir ja das Jahr des Luigi haben, dachte ich mir, GTA 3 ist jetzt genau das richtige Spiel. Warum erfahrt ihr dann wohl im Laufe des Let's Plays? Ja, und mal abgesehen davon habe ich gerade tierisch Lust, dieses Spiel zu spielen. Erstens, weil es ein unheimlich genialer Klassiker ist. Und zweitens, weil ich aufgrund eines anderen Let's Plays, das ich zurzeit selbst schaue, nämlich Let's Play Lego City Undercover von Haringway, habe ich tierische Lust, GTA 3 zu spielen, weil das Spiel so unheimlich viel Ähnlichkeit mit GTA hat. Und ja, da kommt nochmal richtig Laune auf. Außerdem brauche ich Gewalt und deshalb würde ich sagen, ohne weiter hier große Reden zu schwingen, starten wir einfach mal das Spiel und hoffen, dass wir es genießen können. Ich würde gerne ein neues Spiel starten, weil wenn schon, dann gucken wir uns das Ganze von Anfang an an. Also würde ich mal sagen, los geht's. Oh, ja. Direkt nach diesem Ladebildschirm. Haha. Ja, und jetzt passiert was? Oder? Ah. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Señor Dickhead, it's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Ja, das war mal ein Intro, ne? Kurz und bündig und alles erklärt. Aber scheinbar geht's noch ein bisschen weiter. Ja, danke für den Hinweis. Seine Hände sind einmal, also soll ich fahren. Was auch immer mit seinen Händen passiert ist, es soll uns egal sein. Also, das ist nicht mal ein direkten Start ins Spiel. Nicht viel groß drumherum erklärt. Wir haben gesehen, wir waren wohl an irgendeinem Raubüberfall beteiligt, sind von unserer Freundin, Partnerin, was auch immer, verraten worden. Und jetzt, als dieser Gefangenentransport, in dem wir glücklicherweise auch dabei waren, überfallen wurde und irgendjemand befreit wurde, hat man beschlossen, uns dann auch gleich noch mitzunehmen. Nee, falsch. Man hat nicht beschlossen, uns mitzunehmen, aber wir haben beschlossen, uns dann selbst freizulassen. Was ja auch nicht unbedingt die schlechteste Idee ist, wenn man nicht im Knast landen will, ja. Okay, GTA, was soll ich dazu sagen? Eigentlich sollte jeder die Spiele kennen. Es ist natürlich so, dass wir irgendein Kleinkrimineller sind, der versucht hier irgendwie sich ein schönes Leben aufzubauen, so mehr oder weniger. Und ja, dazu steht uns quasi die ganze Stadt zur Verfügung und ja,
In unserem speziellen Fall dürften wir aber noch ein ganz anderes Ziel haben, nämlich diese gute Frau, die sich übrigens, glaube ich, Catalina nennt, wiederzufinden. Aber ja, jetzt sind wir schon wieder in der nächsten Sequenz, also ja. Ja, ist okay, Spiel, erklär uns ruhig, was hier ist. Wir können natürlich speichern und ein Auto in der Garage abstellen, so ein Kram, okay. Ich hoffe mal, dass er nicht zu viel noch kommt, aber... Ja, Also während den Fahrten kann ich natürlich schlecht vorhersehen, was wann erzählt wird und deshalb labere ich da jetzt einfach drüber. Das wird wahrscheinlich auch öfters vorkommen, dass während den Fahrten irgendwas erzählt wird. Aber da das Ganze sowieso auf Englisch ist, könnt ihr einfach unten die Untertitel mitnehmen, genau. Oder eher mitlesen, wenn ihr wissen wollt, was da gesagt wird in den Autos, weil, ja, dafür sind sie da, ne? Okay. Luigi's Girls! So viel zum Jahr des Luigi. Das hat sich ja schnell aufgeklärt, oder? Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Ja, genau. Rede du mal mit Luigi. Das ist eine Idee. Mann, hat der sich verändert. Eightball's got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Also Luigi hat sich ja wirklich schwer verändert. Ohne den grünen Anzug, den grünen Klempneranzug, was auch immer, kann man gar nicht mehr erkennen, aber okay. Und außerdem hat er sich offenbar jetzt nicht mehr nur mit Daisy eingelassen, sondern auch nur mit einer Frau namens Misty. Oh mein Gott. Ja, okay, wir haben alle verstanden, es ist kein Mario-Spiel, haha. Und es ist auch kein Luigi-Spiel. Aber es gibt einen Luigi und das passt perfekt ins Jahr des Luigi, finde ich. Und ja, deshalb war ja wohl klar, wenn ich mit GTA-Let's Play anfange, dann muss ich mit GTA 3 anfangen. Man könnte natürlich auch im ersten Teil anfangen, aber da die eh alle nicht wirklich zusammenhängen, sondern sich bestenfalls mal überschneiden, ist das relativ unnötig. Hallo, ich nehme an, du bist Misty. Willst mitfahren? Das nehme ich mal als ein deutliches Ja. Okay, bring Misty zu Luigi. Das war mal ein leichter Auftrag, oder? Diese 10 Meter hier bis zum Krankenhaus fahren und wieder zurück hinterher. Wow. Ist ja eine lebensgefährliche Sache hier in Liberty City. Ich glaube, ist das Liberty City? Ich weiß gar nicht. Es ist Liberty City, oder? Ja, wird schon passen. Und irgendwie fahre ich gerade sehr umständlich. Faszinierend. Gut, was ist von dem Let's Play hier zu erwarten? Sehr viel Autofahrerei, denn daraus besteht GTA nun mal und das ist auch gut so. Und ansonsten sehr, sehr viel gewaltvolle Action mit sehr, sehr viel Spaß. Mission erfüllt, $1,500. Also, eins muss man Luigi lassen, er ist großzügig. Und seine Frauen tragen grün. Warum auch immer. Okay. Wir können jetzt also, wenn wir das wollen, hier jederzeit bei Luigi ein paar Aufträge abgreifen und uns damit mehr Knete verdienen. Wie wir sehen, hat er ja gut bezahlt, ne? Also für diese kurze Spritztour $1,500. Jeder Taxifahrer wäre froh, wenn er nur ansatzweise so viel verdienen würde. Im Monat oder so. Und von daher gesehen ist das schon nicht schlecht hier. Also sollten wir uns gut halten mit dem guten Luigi. Ich kann es nicht oft genug sagen, oder? Ja, Luigi, 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 sagen wir es noch 100 Mal. Dann wird es garantiert noch viel besser. Ja, ist aber egal. Versuchen wir uns mal ein bisschen drauf zu konzentrieren. Also, ich habe gesagt, es wird sehr viel Autofahrerei sein hier in GTA. Für alle, die das Spiel nicht kennen, erkläre ich das jetzt halt einfach mal, obwohl es die meisten eigentlich kennen müssten. Und ansonsten eben sehr, sehr viel wahnsinnige Action. Wahnsinnige Action heißt in dem Fall Schießereien, wilde Verfolgungsjagden und weiß der Geier was alles. Es ist eben, ja, wie gesagt, wir sind mehr oder weniger ein Kleinkrimineller, der versucht, sich ein schöneres Leben leisten zu können und... Naja, das hat eben auch manchmal so ein bisschen was mit Gewalt zu tun. Wir sind eben nicht die Art von kriminellem Genie, das mit irgendwelchen zwielichtigen Geschäften sein Geld verdient. Nee, wir sind irgendwie die Billigsorte, die mit Gewalt vorgehen muss, um was zu erreichen. Und ja, das macht aber nichts. Dafür macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Wie gesagt, ich bin jetzt auf die Idee gekommen, Lego City zu spielen, genau, nee, GTA 3 zu spielen, weil ich mir das Lego City Let's Play von Haringway angucke und es macht unheimlich viel Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Hätte ich nie erwartet von einem Lego-Spiel. Zugegeben, ich habe noch nie ein Lego-Spiel gespielt, ich habe nur schon mal welche gesehen,
und hab nicht so viel davon gehalten. Und als der Haringway dann gesagt hat, ja, ich spiele jetzt Lego City Undercover und so, hab ich gedacht, ach ja, meinetwegen, dann mach halt. Aber je mehr ich mir das Ganze angucke, desto mehr macht's Spaß. Es hat einen schönen Humor und so ein Kram. Und ja, es hat mich aber extrem eben an GTA erinnert, weil sie die Spiele doch schon verdammt viel gemeinsam haben. Und je mehr ich mir das Let's Play angeguckt habe, desto mehr hatte ich Lust, GTA zu spielen. Und ich habe mir gedacht, komm, irgendwann wolltest du sowieso mal ein GTA-Let's Play machen, also mach das doch am besten gleich. Weil, ja, jetzt hast du gerade Lust drauf, also macht das durchaus Sinn, das auch zu tun. Finde ich jedenfalls, in meiner Welt, ja. Gut, was ihr davon haltet, das sehe ich dann unter den Videos. Eine kleine Sache möchte ich dann aber noch anmerken an der Stelle. Einige Leute haben es vielleicht schon gemerkt, diejenigen, die das Spiel kennen. Wir haben keine Musik, ja. Also wenn man hier so zu Fuß unterwegs ist, hat man in GTA sowieso keine Musik, das ist normal. Und wenn man ansonsten in Autos unterwegs ist, hängt es eben davon ab, ob das Auto ein Autoradio hat oder nicht. Jedenfalls können Autos Musik haben, sprich, wenn sie ein Autoradio haben, läuft eben Musik. Das Problem ist nur, dass ich befürchte, dass ich da ein bisschen Lizenzprobleme kriegen könnte, da das eben tatsächlich Musik ist, die auch sonst irgendwie mal im Radio gelaufen sein könnte oder im Radio laufen könnte oder sonst was. Eben Musik, die man durchaus kennen kann, und ich will eben nach Möglichkeit vermeiden, dass ich hier meine Videos gesperrt kriege, bevor ich sie freigeben kann, und ja, deshalb werde ich eben darauf verzichten, hier die Musik laufen zu lassen vom Spiel. Die kann man ja zum Glück separat ausschalten. Oh, ich glaube, da ist eine Waffe. Und ich hätte diese Waffe gerne. Die Sprünge sind ein bisschen knifflig in dem Spiel. Es ist leider kein Jump'n'Run wie Mario. Auch wenn Luigi drin vorkommt. Ja, da hinten werden schon wieder, ne? Aber es ist theoretisch möglich, einige Sprünge zu schaffen, von denen man es nicht glauben würde. Man muss nur den richtigen Abstand zum Objekt haben und, ja, dann eben ein bisschen Glück haben. Es ist nur, naja, ich komme so nicht dran. Es ist echt doof. Man kann eben nicht sagen, ja, spring mal hier so und so und so, sondern er kann eben nur diesen kleinen Hopser hier, und der geht immer gleich hoch und gleich weit und überhaupt. So, sind wir hier unten, das wollte ich auch, nur um es gesagt zu haben. Ich habe mich absichtlich vom Dach gestürzt, ja, das war wirklich Absicht, weil die Waffe kriege ich sowieso nicht offenbar. Ich laufe noch ein bisschen wirr in der Gegend rum. Wir können uns zwar jederzeit bei Luigi einen Auftrag abholen und damit Knete verdienen, aber im Moment habe ich darauf gar nicht abgesehen. Weil solange ich noch hier ein bisschen Blödsinn erkläre, so zwischendurch, kann ich meine Zeit ja auch mit anderen Sachen verbringen. GTA bietet nämlich sehr, sehr, sehr viel anderes zu tun. Also, es gibt jede Menge schöne Nebenmissionen, die man machen kann, die man finden kann an unterschiedlichen Orten. Verdammt, hier bin ich falsch, aber egal. Ich habe keine Waffe, das ist auch nicht gut. Ja, genau, ich habe keine Waffe. Die hat ja nicht geklappt, wie soll. Gut, da ist sogar ein Päckchen drin, das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass da ein Auto drin ist, das ich gerne hätte. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal nicht mit Nebenmissionen beschäftigen, sondern mit dem Sammeln von geheimen Päckchen. Warum mache ich das? Ganz einfach. Irgendwann im Laufe des Spiels werde ich sowieso einen Teil davon einsammeln. Und nein, ich sammle nicht alle 100 von den Dingern, weil ich habe gar keine Ahnung, wo die sind. Und ich habe auch keine Ahnung, mir extra eine Komplettlösung anzusehen, um zu gucken, wo die Dinger sind. Aber ich werde auf jeden Fall so viel davon einsammeln, dass ich genügend Waffen habe, um mich wunderbar hier durchkämpfen zu können. Waffen bedeutet, ja, jedes Mal, wenn ihr 10 Päckchen gesammelt habt oder so, dann bekommt ihr eine neue Waffe an eurem Versteck angeliefert. Und ihr könnt euch denken, die Waffen werden natürlich jedes Mal mächtiger, die ihr dazu bekommt. Und ja, deshalb mache ich sowas. Hier müsste ein Molotow-Cocktail und ein Päckchen sein, theoretisch. Hallo, ihr Penner. Päckchen hab ich. Ach so, die Molotow-Cocktails gibt's nur, wenn man euch über den Haufen fährt, oder wie? Na, dann machen wir das doch mal. Sterbt, ha. Gut. ja, Molotow-Cocktail, wenigstens irgendeine Waffe, ne? Irgendwas muss man ja haben. Ja, die Päckchen sind also extrem nützlich in dem Spiel, und wenn man sich's ein bisschen leichter machen will und nicht dauernd Geld für Waffen ausgeben möchte und so, dann ist es schon cool, wenn man die wenigstens ein paar Päckchen hat. Also ich glaube, so 30 Stück sollte ich wenigstens sammeln. Wenn es geht, auch ein paar mehr. Also ich denke, wenn ich es drauf anlege, könnte ich auch durchaus 70 Päckchen oder mehr finden, aber mal sehen. Im Moment reicht es mal, wenn ich erstmal ein paar zusammenkriege, damit ich wenigstens überhaupt eine Waffe bekomme. Und danach, ja, sehen wir dann halt mal, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich schon wieder in einem völlig anderen Gebiet, wo ich noch gar nicht hin wollte. Ich weiß auch nicht, ob es hier in der Nähe ein Päckchen gibt. Aber ich weiß, wo es noch eins geben müsste. Nur bin ich jetzt wirklich, wie gesagt, völlig in eine andere Richtung fahren. Aber, ach ja, ist ja gerade um die Ecke. Ihr merkt schon, ich kenne mich in dem Spiel wenigstens ein bisschen aus. Also ein paar Sachen weiß ich. Ich wusste zum Beispiel genau, wo der einzige Benji in diesem ganzen Stadtteil rumsteht. Benji ist das Auto, in dem ich sitze. Das ist das schnellste Auto in GTA 3 und auch völlig unsteuerbar, aber schön, dass man es hat.
Und ich weiß natürlich auch, wo ein paar Päckchen sind. Das heißt auf gut Deutsch, ich habe das Spiel schon gespielt und ich habe es mehr als einmal gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich GTA 3 mittlerweile schon durchgespielt habe. Bestimmt 4-5 Mal oder so. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. GTA 3, man sollte es nicht meinen, ist ein verdammt gutes Spiel. Und ehrlich gesagt hat mir jeder Teil von GTA 3 besser gefallen als GTA 4. GTA 3 hat ja mehrere Teile, ne? Man hat ja nicht nur hier Liberty City, sondern man hat eben auch Vice City und San Andreas. Und alle diese Spiele sind gut. San Andreas noch das Schwächste und Vice City eigentlich das Beste. Dementsprechend werde ich Vice City auf jeden Fall irgendwann auch noch spielen, allerdings eben nicht jetzt. Und ja, genießen wir das einfach mal. So, jetzt wäre es cool, wenn ich noch ein paar Päckchen schnell finde. Und ich meine, dass es hier in der Nähe auch noch irgendwo welche geben müsste. Aber ich finde jetzt den das richtige Gebäude nicht. Was ist denn hier drin? Ist hier auch vielleicht ein Päckchen oder nur ein Stern? Weder noch. Wow. Das ist enttäuschend. Wo könnten im ersten Stadtteil noch Sterne sein? Da kann man einen Superstunt machen. Okay. Der bringt mir aber im Moment auch nichts. Vielleicht ist das Gebäude hier irgendwo in der Nähe. Es muss irgendwo eine Gasse zwischen den Gebäuden sein, wo man noch irgendwie eine Waffe und ein Päckchen oder so finden kann. Und das ist irgendwo hier in dem Gebiet. Ich würde mal sagen, hier bin ich genau richtig. Und da ist auch ein Stern. Wunderbar, den brauchen wir nicht. Sollte ich vielleicht mal erklären. Wir sind wie gesagt Kriminelle und... Wow, warum hat sie es gehangen? Weiß auch kein Mensch. Hier ist nix. Wow. Wir sind eben ein Krimineller und das heißt, wir legen uns gelegentlich auch mal mit der Polizei an. Das heißt, die verfolgen uns. Und dann sind diese Sterne, die wir da sehen, sind sehr hilfreich, um die Polizei loszuwerden. Da oben ist ein Päckchen, wir haben es schon gesehen, aber vielleicht ist hier noch eine Waffe oder sowas? Nee, okay. Das ist genau die gleiche Ecke, in der ich vorhin war. Wunderschön. Die Sterne helfen uns also, Polizisten loswerden. Oh, eine Uzi. Super. Besser kann man sich haben. Ich habe doch gesagt, irgendwie müssten ein Päckchen und eine Waffe sein oder sowas. Ich habe natürlich wie immer recht, das ist herrlich. Wenn man von der Polizei verfolgt wird, dann bekommt man oben rechts eine Anzeige mit Sternen, maximal 6 Stück. Ein und zwei Sterne bedeuten, wir werden von nur der Polizei verfolgt. Ab 3 Sternen wird man, glaube ich, noch vom SWAT verfolgt oder so zusätzlich. Also zusätzlich zur Polizei. Ab 4 Sternen oder so kommt dann noch ein Hubschrauber dabei. Ab 5 Sternen kommt das FBI und ab 6 Sternen kommt das Militär, sogar noch mit Panzern und alles nur, um mich aufzuhalten, weil ich ein bisschen Amok fahre oder so. Ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Aber ja, ist halt mal so, ist GTA. Und macht auch tierisch Spaß, wenn da so viel los ist. Allerdings kann man das eben nicht ewig durchhalten. Und dann ist es eben ganz gut, wenn man weiß, wo ein paar Sterne versteckt sind, dass man mal schnell irgendwo vorbeifahren kann, um sich ein bisschen, befreien von dieser Polizeiflut quasi. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also sprich, man verliert dann eben einen dieser Verfolgersterne. Und das ist dann eigentlich ein ziemlich großer Vorteil, wenn man irgendwie Angst hat, dass man geschnappt werden könnte. So, jetzt mache ich mir aber gerade ernsthaft Gedanken, wo hier noch Päckchen sein könnten. Hier ist nichts, das ist nur so eine komische Zeitlupe-Kapsel, die nichts bringt, was mir helfen würde. An den Docks ist nichts, hier kann man jede Menge Superstunts machen. Vielleicht soll ich mal einen Superstunt machen, oder? So zwischendurch, zum schönen Aussehen. Es tut mir leid, dass ich jetzt noch nicht mit den Missionen anfange, aber ich denke, so als Einführung ein bisschen was vom Spiel zeigen und ein bisschen drüber reden und so, das ist ja auch schon mal ein guter Start. Ein Superstunt machen wäre cool, aber man müsste auch die Rampe sehen. Okay, nehmen wir mal ein bisschen mehr Anlauf von der Seite hier. Wow. Superstunts sind eine tolle Sache. Man kann mit Superstunts richtig Knete verdienen, wenn man genug davon macht. Weil die werden mit jedem Mal mehr wert. Allerdings braucht man dafür auch ein Auto, das schnell genug ist. Und wow, schneller als diesen Benji werde ich wahrscheinlich kein Auto mehr finden. Weil es eben das schnellste ist im ganzen Spiel. Und ich muss sagen, das hat ja eigentlich geklappt. Mal abgesehen davon, dass jetzt der Zug im Weg war. Oh, ich krieg die Belohnung aber trotzdem. $5.000, das ist gar nicht schlecht für den Anfang. Beim nächsten Superstunt gibt es dann schon $10.000 und so weiter und so fort. Also es wird wirklich immer mehr. Und ich glaube, wenn ich hier immer weiterfahre, bekomme ich irgendwann auch ein Päckchen. Das wäre also auch sehr wünschenswert. Kann mich aber auch irren in dem Fall, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber man kann sich auch nicht immer mit allem 100% sicher sein. Ne? Aber natürlich hatte ich wie immer recht. Das ist schön. Und mein Auto gibt langsam den Geist auf. Das war auch eine scheiß Landung, nur wegen diesem blöden Zug, der im Weg gestanden hat. Oder im Weg vorbeigefahren ist. 7 von 100. Ich glaube, ein Päckchen könnte ich noch wissen. Vielleicht sogar 2, aber dann ist auch langsam Schluss. Also, wenn ich dran vorbeifahre irgendwo, dann kann ich mir denken, wo ein Päckchen ist. Aber also ohne groß zu suchen. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es auch, glaube ich, in dem ersten Stadtteil hier insgesamt gar nicht so viele Päckchen. Also von daher, ja, ist kein Wunder, wenn ich jetzt nicht viel im Kopf habe, wo welche sein könnten.
So, jetzt da unter der Brücke. Da ist entweder ein Stern oder ein Päckchen. Nicht umfallen, Auto, bitte, danke. Ah, schön. Okay. Dann gucken wir nochmal. Hier ist... Nix, weder ein Stern noch ein Päckchen. Das ist aber furchtbar enttäuschend. Aber hier ist ein Superstunt. Ohne Zweifel. Den könnte man noch machen, ja. Solange ich noch ein Auto habe, das dazu in der Lage ist. Ich weiß nur nicht, ob ich den von unten machen muss oder von oben. Finden wir raus. Machen wir dann erstmal von hier aus und dann gucken wir... Okay, das war's nicht. Oh, ja. Schön. Wenigstens funktionieren bei dem Auto die Bremsen. Das ist so ein Grund, warum mir GTA 3 besser gefällt als GTA 4. Die Autos beschleunigen, wenn man aufs Gas tritt, und sie bremsen, wenn man auf die Bremse tritt. Das ist unglaublich. Also, eigentlich sollte man meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber bei GTA 4 scheint das nicht der Fall zu sein. Und es wird euch auch nie passieren, dass ihr während der Fahrt aus dem Auto fallt, weil ihr irgendwo dagegen knallt. Okay, ich habe den Stunt nicht hingekriegt. Ich war wohl nicht schnell genug. Und jetzt habe ich auch kein Auto mehr.